How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Eine sehr valide Frage und damit willkommen zu Folge 3 von Season 2, also eigentlich Folge 12. Blackwell's done with me. Life is strange. I can't go home anymore. Und ich muss leider zugeben, ich habe es auch vermasselt. Ich habe this junkyard, all I've got left. Diese Folge gerade schon mal aufgenommen, aber leider lief die Aufnahme nicht richtig und deswegen habe ich jetzt nochmal die ganze Episode resettet und bis hierhin gespielt, um jetzt nochmal das aufzunehmen. Deswegen weiß ich jetzt schon, was es alles gibt. Eigentlich ist gar nicht so viel Spannendes passiert, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Aber vielleicht werde ich dann hier ein bisschen abkürzen und nicht mehr alles ganz im Detail untersuchen. Schönes Auto. Nehme ich. Anne Bonny. Sieht alles noch ganz gut aus hier. Oder auch nicht. This thing is a mess, but maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. Schauen, was ich auf meine Hand geschrieben habe. Get battery put in truck. Chloe, du bist so smart. Wir haben, was ich festgestellt habe, eine ganze Reihe. Hey, James Brooks. Cool. Eine ganze Reihe von SMS verpasst. Nicht nur die, die gerade neu reinkamen, sondern auch schon von letzter Nacht. Erstmal Principal Wells. Members of the Blackwell Community, please be advised that a fast-moving wildfire has recently been sighted in the vicinity of Carmination State Park. I've spoken with the Arcadia Bay Forest Watch, who do not believe any evacuations are necessary at this time, as the Blackwell campus is not within the affected area or the fire's current protected projected path. Please utilize caution while traveling to and from campus. Faculty and staff have been asked to waive punctuality requirements for all sports and extracurricular activities this weekend. Principal Wells hat alle gewarnt vor dem Feuer und die Arcadia Bay Firewatch hat auch einen Alert ausgeschickt. Kiddiwa Bay, Saturday, blah 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 blah, Active Class D, Wildfire, not contained, use caution, check local media for road closures. Das ist unser nettes Feuer gewesen, nachts hier, um 2. Außerdem haben wir Nachrichten von Rachel. Und zwar, die sind auch noch von der Nacht, um 1.08 Uhr. Made it into my house without seeing either of my parents. Sweet, we're born to be a spy. Jumping out of trains and shit. Oh man, we'd make such a great team. No enemy viewfinder would ever be safe from you again. Haha, meanwhile, you're deep undercover as a passed out person. LOL. Today was unforgettable. Some of it sucked. Yeah. You know what doesn't suck? What? You. Oh, it's so sweet. So romantisch. You also don't suck. I know. We should probably sleep. Get wells tomorrow morning. Yeah, my fault. Worth it. Und das hier ist dann alles um 10.23 Uhr nach dem Meeting. Wells blows. That meeting hella sucked. You're hella weird. You are. Seriously, we'll get revenge. Ich hab gerade
eben beim Wiederspielen der Episode eine Sache anders gemacht bei Principal Wells und entsprechend war hier ein Satz anders, zwar der letzte, aber es ist egal, es macht keine große Änderung. Elliot! Sagt, holy shit, did you get Wells' text about fire? You okay? Yeah, you? Yeah, I'm just in my room. Hey, want me to send you the chem homework? Elliot, you are so fucking boring. Oh, I'm sorry. Mom, ganz viele Messages von Mom. Your school called, I think you know why. We have a meeting tomorrow with Principal Wells. I need you to do better. Chloe, I'm worried about you. Please let me know you're okay, okay? Chloe, did you hear there's a fire? Please text me so that I don't worry. Chloe, are you okay? Chloe, please. I'm fine. Oh, thank goodness. Come home by curfew. We have that meeting early tomorrow. Again, Chloe? Really? Chloe, you can't keep doing this to me. I'm trying my best. Chloe, David's trying to do what he thinks is best. Oh, das, ah ja, nee, was, wie, das hier war am 12 und das war am 11. Also das ist dann schon ein großer Teilsprung. Das ist nachdem wir abgehauen sind. He's such a tool. He's trying. It didn't help that you refused to empty your pockets. Whatever. I'm not gonna play along with this little power trip. Chloe, can't you just forget about David for a second? Think about me. Das ist übrigens auch anders. Ich habe gerade ein paar Sachen anders gemacht. Sie, in der originalen Message hätte sie gesagt, dass sie froh ist, dass wir die Taschen leer gemacht haben und dass wir unschuldig waren. Maybe I just need space, okay? Maybe I just need my daughter back. Gut, wir schauen uns um, wir suchen eine Batterie. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Kann ja nicht so schwer sein hier. I wonder if I'll ever ride one of these again. Achtung, jetzt kommt gleich meine Lieblingsstelle hier. Immer wenn man versucht, die abzuhauen, kommt die schöne Animation. Don't want to leave. Don't yet. Want to leave yet. Rup-a-dup, rup-a-dup. Sie winkt dann so schön ab und dreht sich um und sieht dabei sehr derpy aus. So, hier war jede Menge Zeug. Ein Handtuch. You're a long way from the beach. Ein Schild. Don't tell me what to do. Oh, really? Make it a great day. A light bulb. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Okay, dann was haben wir noch hier? Eine Spritze. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. Wunderbar. Eine Hood. What's up in the hood? This one won't work. Ne, sieht nicht so gut aus. Total zugerostet. Zum Dreck. Wenn hier doch nur ein heiles Auto wäre, das wäre viel, viel nützlicher. This mat has seen some things. Mostly feet. Gut. Noch eine Matte. I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. Eine Police Notice. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. This vehicle has been seized and impounded in execution of a warrant slash order. Ja, ja, okay. Das sieht doch eigentlich ganz intakt aus, bis auf die Wegfahrsperre. This thing looks somewhat new. Maybe the battery still works? Machen wir mal auf hier. What are you trying to hide under their hood? Chloe, nicht so. Ebel. Im Innenraum. Ich habe es gerade geprüft. Man muss tatsächlich einmal versuchen, sie anzuheben, bevor man den korrekten Weg nehmen kann. Klick. Oh yeah. Dann schauen wir uns mal die Batterie an.
This is the thing that makes the other things do their things. Korrekt. Nehmen wir mit. Packen wir in unsere unglaublich Here we go. Großen Hosentaschen. Achtung und zack. Yep, sie hat die Batterie in der Tasche. Könnt ihr sehen? Da wo die große Beule ist in ihrer Tasche. Ist das eine Batterie in der Tasche oder freust du dich nur, mich zu sehen? Was steht auf der Hand? Oh, Return Battery. Okay, okay. Also ich sehe schon gleich eine Sache, die ich übrigens in der Originalaufnahme falsch gemacht habe. Und zwar... Das werdet ihr gleich sehen. Ah, ich zeige euch gleich. So, erstmal die Batterie hier rein. Wop. Ein bisschen was anschließen und wunderbar. Gut, dann fahren wir mal los, ne? Ja, wo ist der Schlüssel? Ach, natürlich, da ist er. Ha! Sie ist so aufgeregt. Klappt ihr gut. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Wir haben einen kaputten Sitz. Probably a good idea to cover over this with something. Wir haben einen kaputten Boden. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Und wir haben eine Lampe. Maybe there's another light bulb I can put in here. Und Rachel hat was geschrieben. Hey, gleich mal lesen. Damn, doch nicht das. Das. Grab me something from home, then I'll meet you at the junkyard. See you really soon. You better. Okay. Wir können jetzt unser Auto dekorieren und das habe ich bei der Originalaufnahme schlecht und falsch gemacht. Und entsprechend werde ich das jetzt auch nochmal genauso machen, weil sonst ändert sich gleich die Realität, wenn wir danach mit dem Original-Safe-Game weitermachen. Dad's Car ist immer noch. Weil da hinten gab es ja jetzt schon ganz schön viel Zeug, was man da reinpacken kann. Da gab es zum Beispiel dieses bunte Badetuch und da gab es die rote Glühbirne von dem Schlangenterrarium. Oh, Boot, da klettern wir gleich hoch. Aber stattdessen habe ich einfach, ohne nachzudenken, das erste genommen, was ich gesehen habe, und das war... Das war die blaue Glühbirne von diesem Roboter hier. Und ich bereue es so sehr. Aber ich mach's nochmal, weil so wird unser Auto sein. Oder ich mach's jetzt anders und dann könnt ihr gleich in der nächsten Folge sehen, wie sich's verändert. Ja, vielleicht machen wir das so. Okay, ich kletter mal hier hoch. Hopp! Easy. Ich dachte easy. Damn, you cigarettes. Okay, sie muss noch an ihrer Oberarmstärke arbeiten. Ein paar Push-Ups. Bis sie es schafft, da hochzuklettern. Pretty sure this isn't what Rachel meant when she talked about going to LA to be a model. Then again, it's probably not what this person meant either. Fun with candy. Das habe ich beim letzten Mal total verpasst. Gut, dass ich nochmal zurückgekommen bin. I know one fire that doesn't need any poking. Hier ist unser gutes altes Versteck oder unser zukünftiges Versteck. Ist das nicht toll? Wir müssen nur noch die Tür aufmachen. Ja, hier gibt es die Piratenflagge. A pirate flag?
Wonder if there's treasure buried nearby. Können wir mitnehmen, um den Sessel zu reparieren? Natürlich habe ich die genommen. Das ist ja wohl das absolut coolste. Ja, damit. This might make the perfect cover for that torn seat. Perfect. Und dann gibt's hier dieses hässliche Ding. You're a long way from the country club, guy. Das ich definitiv nicht mitnehmen werde. Nein, danke. So, gleich kriegen wir wieder eine schöne Animation. Es dauert so schön lang, bis sie sich umgedreht hat und zurückläuft. Das ist einfach wunderbar. Christmas Lights, hier hätte man sich grün abholen können. Aber ich habe jetzt schon blau. Dann gibt es hier drüben nochmal... ja, ich fürchte, ich habe diese langweilige Matte hier genommen und das ist nun wirklich nicht so schön. Ich hätte gern ein grünes Licht gehabt und ich hätte die Piratenflagge genommen und eigentlich würde ich ganz gerne... Hey, Bier! Bottles, bottles everywhere and not one beer to drink. Aber immer eine Toilette. Glass looks way prettier when it's broken. Wonder what else that's true for. For example, a David's face. Smile, bitch. Good kiddos. What the hell? Sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too. Gut, dann wollen wir mal weiter. Ja, ich habe die langweilige Rug genommen, aber tatsächlich hätte ich nehmen sollen, natürlich. Hey, kenne ich nicht das Schild hier? Nein, kenne ich nicht. Ja, hier hätte es die rote gegeben. Kann ich hier so austauschen? Nein, sobald man eine genommen hat, kann man sich nämlich nicht mehr umentscheiden. Natürlich hätte ich hier die Two Whales. I used to love opening up the diner with Mom before school. Oh, warte mal, die kann ich gar nicht nehmen. I guess those days are now officially over. Ich kann die Welcome Mat nehmen. Die wäre auch besser. Aber ich habe gedacht, die hier könnte ich auch nehmen. Naja, vielleicht erinnert sie mich zu sehr an Mom. Okay, dann nehme ich in diesem Safe Game mal die Welcome Mat mit und im nächsten werden wir aber nur die langweilige you Matte haben. You should cover that life-endangering floor hole quite nicely. Gut, dann ab zurück. Alles hier reingestopft. Und dann ist die Folge auch schon fast vorbei. Wir wollen das hier fixen. Es kommt eine Animation, wo sie bestimmt wieder Spaß hatten. Ah ne, nicht die. Nicht die, nein, die ist ja langweilig. Wunderbar. Hier, Motion Capturing. Krabbel mal ins Auto, leg dich hin und fix die Matte. Lololo. Lololo. Wir müssen ganz schön viele Animationen hier aufnehmen. Immerhin ändert sich nicht so viel, wenn man andere Entscheidungen macht. Fast alles das gleiche, wie immer. So, ein Lichtlein. Und das ist dann mein Auto. Alles gut. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Telefon. Ist es Rachel? Ist es Rachel? Ist es Mom? Hm. Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The
the junkyard. That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And, Frank? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Was da wohl im Busch ist, ich weiß es nicht. Aber Frank kommt hierher. Gut, dann warten wir auf ihn. Vielleicht kriegt er das Auto an. Und das ist dann der Punkt, wo ich einen Schnitt mache.